Herr Dergusch, ich habe versucht, genau mitzuzählen. Ich glaube, es sind insgesamt 23 Instrumente, die Sie beherrschen. Naja, eigentlich sind es nur 22. Wieso? Naja, die Zither kann man nicht zählen. Die, warum? Die kann eigentlich jeder spielen. Da braucht man nur so dem Pfeil nachspielen und dann geht das. Kann jeder. Heinz Burgwald, 53 Weimar, macht uns auf einen interessanten Sachverhalt aufmerksam. Im Durchschnitt schaut man täglich 17 Mal auf seine Armbanduhr. Das sind im Jahr rund 6200 Mal. Und trotzdem sind die meisten Leute nicht in der Lage, ihre Uhr genau zu beschreiben. Gehen wir wirklich immer mit offenen Augen durchs Leben? Ja, nun, da ist mir in Erinnerung, dass Goethe... Ich glaube, rechts steht. Rechts steht, ja. Aber steht er nicht links? Sie sind nicht ganz sicher. Wer hilft uns mal? Können der steht links. Goethe steht links. Links. Können Sie es mal so stellen, wie Sie... Ja, das mal, kann, ja, das Sie ich sag, ja, ich sag jetzt auch, Goethe steht links. Und schauen Sie sich beide an? Nein, nein, so nicht ganz. Nein, die schauen sich nicht an. Doch, die schauen sich in gewissem Sinne an. So, doch, die gucken doch mir so, ne? Aha. Goethe steht rechts. Rechts. Also genau, stehen Sie schon richtig bei, ja? Gut. Ja, und wie, ich nehme Ihnen mal Ihre Tasche ab. Einen Moment. Würden Sie jetzt mal so die Stellung einnehmen, wie die so dastehen, was Sie mit Ihren Händen machen und so? So, war doch gar nichts. So vielleicht, ja. Ja. Das ist meine Goethe-Hand und Ihre Hand ist so mit der Rolle so halb. So verbunden, so halb treib liegt das. Oder nein, nein, hat er in der Hand. So. Komm mal her, mach Schiller. Wer macht denn? Komm mal her. Na los, wer weiß denn noch? Wir wissen das, beide können es nach. Na los, also, Sie sind Schiller? Ja? Ja. Goethe fasst den Schiller so um. Mal ein bisschen ja. Auf dem Bild. Und mit dieser Hand fasst der Goethe den Kranz an und der Schiller und dann steht also beide Schiller nicht in der Hand. Doch, Goethe, nee, Goethe, nicht. Goethe und Schiller. Hat Goethe, nicht hat in den, der Hand. Goethe hat den Kranz in der Hand und Schiller fasst mit an. Ich habe ja, das doch gesehen. Ja. Und nun geht's los. Ich weiß nur, die Fußstellung weiß ich nicht genau. Beide greifen sie nach diesem Ehrenkranz.
zum Kranz. Lorbeerkranz. Aha, beide Lorbeerkranz. Greifen danach. Goethe mit der rechten Hand, meiner Meinung nach. Und nee, Sie sind jetzt wieder. Schiller nach, mit der rechten. Goethe mit der linken. Goethe greift mit der linken nach dem Kranz. Nein, mit der rechten Hand. Und, Goethe greift auch nach dem Kranz. Beide haben den Kranz. Goethe beide mit der, haben den Goethe Kranz. Mit der rechten und Schiller mit der linken. Aha, ja. Und wenn ich mich genau erinnere. Also beide haben den Kranz fest in der Hand. Hat Goethe die linke Hand auf der Schulter. Ja, machen Sie es bitte, ja. Ja, gut. Also hier so, ja. Ja, und nun bleibt Schillers rechte Hand noch, nee, linke Hand noch frei. Was macht er damit? Da ist irgendwie ein Schriftstück, eine Papierrolle. Ja. Sie sind aus Weimar, ja? Ja. Wollen wir es nochmal genau sehen für die Kamera? So stehen Ihrer Meinung nach Schiller und Goethe vom Nationaltheater. Ich danke Ihnen, meine Herren. Außenseiter B hat gewonnen. Wo ist die einsamste Gegend der DDR? Wir haben sie gefunden. Verdammt glitschig hier. Hoffentlich wird es nicht zu tief. Ungefähr 200 Meter, schätze ich, werden es sein, bis zur anderen Seite. Hallo? Kommt man hier durch, ja? Ha? Wird das nicht tiefer? Nee, sagt er. Gut. Na, gleich wird die Hose nass. Oh, steinig wird. Rechts halten, ja? Ja? Hier sind zu viele Steine, ja, das merke ich schon. Aha, hier ist es richtig. Gut. Ich begrüße Sie herzlich, wir kommen vom Fernsehen. Wie ist das eigentlich? Da kriegt man mit. Ja, wie ist das eigentlich? Was suchen Sie denn eigentlich? Bekommen all Ihre Besucher nasse Füße, wenn Sie hierher kommen? Eigentlich nicht, aber wenn Sie angemeldet sind, dann werden Sie abgeholt. Ah so, ja, wir wollten Sie eigentlich auch ein bisschen überraschen, um mal zu sehen, wie Sie hier so leben. Der einsamste Mensch in der DDR. Meinen Sie? Ich weiß es nicht, man hat uns geschrieben, das soll also hier eine sehr einsame Gegend sein. Und das ist es ja wohl. Ja. Können wir uns mal ein bisschen umschauen hier? Ein Pferd haben Sie auch da, wie ich sehe. Ja. Wir haben gerade heute wohl mal verbrennen hier. Müll verbrennen. Ja, gut. Mhm. Ja, ist Ihre Frau zu Hause? Jawohl. Ja. Wären Sie gestern gekommen, da hätten Sie garantiert nasse Hosen gekriegt. Gestern hätten Sie garantiert nasse Hosen bekommen. Ach so, ja, weil es sehr starker Wellengang war. Gestern war noch 20 cm mehr Wasser. Ja, ja. Aha. Ich grüße Sie herzlich. Ihr Mann hat sich extra ein anderes Hemd angezogen, das war ja nun nicht nötig. Das ist ein anderes, er hat ja gar keins. Ach so, hat er nur einen Kittel ausgezogen. Ja. Richtig, und das sind Ihre Kinder? Ja. Wie heißt du? Susanne Frauenfelder. Susanne? Guten Tag, Martin. Und Martin, aha. Ja, und das ist also die Familie, die hier auf dieser einsamen Insel lebt. Wie lange leben Sie schon hier, Frau Frauenfelder? 3 Jahre. 3 Jahre. Und wie fühlt man sich, wenn man hier so lebt? Schön. Wozu ist denn der Gong gut eigentlich? Tja, damit hole ich meine Kinder zusammen, wenn ich sie nicht finden kann zum Essen. Ach, das kommt auch mal vor, ja? Das kommt dass vor. Ihr im Gebüsch seid, ne? Und nicht zu finden, schlagen Sie mal. Hören Sie das? Na, da können Sie aber nicht weit sein, oder? Trägt das? Da kommt man bis dahinter in das Schilf, da waren Sie mal segeln. Also 1 Kilometer weit ist das bald. Wie machen Sie es mit dem Einkaufen, Frau Frauenfelder? Mein Mann muss das machen. Ach! Das ist meine Arbeit hier. Fährt er mit dem Boot immer rüber, ja? Naja, kommt darauf an, mit dem Fuhrwerk, mit dem Boot oder mit dem Fahrrad. Also Sie können richtig mit dem Fuhrwerk richtig durchfahren durch die Vorort. Ja. Da passiert nichts. Ihr Pferd haben Sie ja da. Ja.
Ja, uns kommt auch vor im Winter, dass wir nicht rüber können. Wenn es sehr hohes Wasser ist und sehr stürmisch, dann gehen die Wellen so hoch, dass man da nicht fahren kann. Dann sitzen wir eben hier alleine. Ja. Dann gehen wir nicht in die Schule. Das kommt schon mal vor, dass ihr nicht in die Schule könnt? Ja. Dann seid ihr aber traurig, was? Nö, nicht. Was? Nein? Ja, na, aber dann muss man sich natürlich darauf vorbereiten, auf so eine Situation, nicht? Das heißt, eine große Speisekammer, die ist voll bis unter die Decke. Aha, und wie lange können Sie zur Not damit auskommen? Ach, wir kämen schon 14 Tage aus damit. Aha. Aber das haben wir noch nie gemusst. Nicht. Länger als 3 Tage war es nie. Das. Machen Sie auch mal Urlaub? Ja, gewiss. Hier Urlaub oder? Nein, ich verreise. Dann ja? Kann man ja mal wieder Leben genießen. Zusammen mit Ihrer Familie? Nein. Ich fahre alleine. Meine Frau fährt auch mit den Kindern alleine. Ach, Sie machen getrennt Urlaub? Ja, ich finde mit den Kindern, unsere Verwandtschaft, doch, das finden wir gut. Wir sind das ganze Jahr zusammen, von früh bis abends. Aha. Und dann fahren wir auch gerne mal allein los. Kann tun lassen, was man will, ohne Rücksicht zu nehmen auf Nachbarn. Ah ja. Sich bewegen, wie und wohin man will. Ja. Waren Sie eigentlich gleich damit einverstanden, als Ihr Mann die Absicht hatte? Oder wie hat sich das ergeben? Ja. Ihr Mann hatte die Absicht hierher? Wir waren mal schockiert und dann haben wir uns das angesehen und da gefiel uns das so gut hier. Ja. Dass wir diese große Wiese sahen, also, da waren wir hingerissen sofort. Das sind nun die drei neuen Außenseiter, die wir für unsere nächste Sendung zur Diskussion stellen. A. Was empfindet man beim Primen? B. Ab wann gibt es von einem Ort Ansichtskarten? Und C. Welches ist der Unterschied zwischen nackt, splitternackt und splitterfasernackt? Wir erwarten also wieder eine Postkarte, auf der Sie uns mitteilen, ob Außenseiter A, B oder C in die nächste Sendung soll. Und dann freuen wir uns auch immer über einen neuen Vorschlag. Unsere Anschrift, Fernsehen der DDR, 1199 Berlin, Kennwort Außenseiter Spitzenreiter. Bis zu unserer nächsten Sendung im November darf ich mich von Ihnen sehr herzlich verabschieden. Und bleiben Sie schön neugierig.